Der war vorbei. Oh, sorry. Oh, 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 oh. Sind wir reingefahren? Oh, nein, nein, nein. Ich bin gerade richtig erschrocken. Hallo zusammen zu diesem neuen Video. Heute mal mit einer kleinen Challenge aus Sanford. Und heute nicht alleine, denn zusammen mit Dennis Gaming TV entsteht dieses Video. Hallo Dennis. Ja, servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Ich bin auf alle Fälle sehr, sehr gespannt. Wir haben eine besondere Challenge natürlich auch. Wir fahren nicht nur so passend zum Grand Prix hier am Wochenende in Sanford, sondern auch mit einer ganz, ganz wilden Challenge. Aber die wird der Patrick, denke ich mal, jetzt auch noch näher erklären. Genau, und zwar werden wir versuchen, ein 50% Rennen zu fahren mit einem Reifensatz, mit dem Soft-Reifensatz losfahren und schauen, bei wem der Reifen früher platzt. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwie durch mit einem Reifensatz, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Verlierer wird sein, bei dem der Reifen früher platzt. Und der Gewinner ist natürlich der, der am Ende vorne ist und bei dem der Reifen halt später platzt. Also, ich glaube, Challenge ist klar. Wir können eigentlich reinstarten. Das Ganze mit Red Bull, wie ihr seht, in einem Team. Wir starten. Let's go. Oh, nur von drei. Unfair. Unfair. Unfair des Todes. Ich starte von P1. Nur weil ich im Paris P1. Das ist ganz, ganz wild. So. Ich will jetzt auf jeden Fall die Soft-Strategie mal anlassen. Genau. Das wäre nicht Soft-Strategie. Also, Leute, wir nehmen auf jeden Fall viel Reifendruck mit, wegen den Temperaturen und viel Flügel. Das ist das Wichtigste. Und dann schauen wir mal. So. Ab geht's. Ich muss kein Frühstart, das wäre wichtig. So. Schön auf die Reifen aufpassen. Oh ja, genau so ein Start, genau so ein Start. Oh. Jetzt wir innen schon vorbeiziehen. Ich muss schauen, dass ich keine Dirty Air bekomme. Einfach vorne wegfahren. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Bisschen tuckern. Oh, hinter mir gelb. Oder hinter uns eher gesagt. Oh, jetzt hier. Besseren Ausgang, mehr Schwung genommen. Da will man aber nicht überholen. Oh. Das ist echt das Außenmachen. Oh, weiß ich nicht. Oh mein Gott! Oh. Oh, er zieht vorbei! Oh nein, hier der Körper ist ganz, ganz ekelhaft. Oh mein Gott. Einfach vorne wegfahren. Jetzt sag ich genau das, was du gerade meintest. Einfach vorne wegfahren. Ja, ich muss jetzt eigentlich ein bisschen Abstand lassen. Oder ich zieh wieder an dir vorbei. Ja, das wäre auch nicht schauen. Schlecht. Ich darf auf jeden Fall nicht zu arg pushen. Also ich muss dazu sagen, Dennis fährt mit Controller. Und ich fahre hier mit Lenkrad. Das werden wir sehen, ob da vielleicht ein Unterschied zu sehen sein wird mit den Reifen, mit der Abnutzung. Ja, auf der einen Seite habe ich natürlich halt das ABS an, weil es mit dem Controller vielleicht ein bisschen zu schwierig ist, da gerade die Bremse richtig einzuschätzen. Aber dafür hat halt Patrick natürlich auch irgendwo den Vorteil, mit dem Lenkrad so dieses schmuwe Lenken einfach zu haben, was mit dem Controller nicht so ganz einfach möglich ist. Also in Sanford ist es schon nicht so einfach. Naja, klar, gerade mit den vielen schnellen Kurven und so. Viele rechte Kurven, das geht vor allem eben auch vorne links. Das sieht man also die Reifen werden schon warm immer. Green Flag. Okay, so, gelb. Interessant. Safety Car ist natürlich auch für uns beide ein Segen immer natürlich. Ja. Man sieht alle auf der Strecke gefühlt mit Harz, also da wäre schon so ein Safety Car nicht schlecht, dass unsere Softs noch ein bisschen länger leben. Ja, das war auf der Startziel. Erste Kurve ist gelb jetzt. Das ist halt, glaube ich, ein Alpin. Ja, Alonso raus. Und wie viel Prozent hast du? 36 jetzt vorne links. Bei dir? Ah, 30. Im Moment bin ich quasi in Führung. So mehr oder weniger. Ja, also ich bin jetzt bei 35% links vorne. Eieieiei. Und Bottas kommt wieder angeschossen. Ich glaube, die Hardfahrer, die haben jetzt dann den Vorteil. Die werden jetzt wahrscheinlich dann alle vorbeiziehen, früher oder später. Ja, kommt das Fenster. Ja. Die werden noch ein bisschen draußen bleiben, schätze ich. Die werden nicht gleich auf den Stop gehen. Wir haben jetzt noch nicht mal die Hälfte des Rennens gefahren. Ja, 36%. Das wird schon zäh. Also wenn das komplette Rennen durchgefahren werden soll mit dem Satz, dann wird es echt zäh ein bisschen. Mhm. Oh, Bottas greift an. Auf der rechten Seite. Bottas geht durch. Da will ich jetzt nicht großartig mich querstellen. Ich will mich da jetzt hier... Ich lass jetzt mal den Bottas auf dich los. Der ja, soll jetzt mal da, kurz... Ich will mich da auch nicht großartig werden, da bin ich auch ganz ehrlich. Ich werde mich hier weiter um meine Reifen kümmern.
Oh, Bottas drückt schon richtig drauf. Jawohl. Ja, jetzt geht Bottas vorbei. Stark. Sehr schön. Schön den Bottas durchgelassen. Der soll es mal schön brav mal wieder gewinnen. Genau, das gönnt Rennen. Man ihm auch mal. Genau. So, also ich bin jetzt dann gleich bei 40%. Und wie sieht's aus bei dir? 47. 47? Ja. Also langsam, wird's deutlich. Ich muss echt mal gucken, vielleicht muss ich echt noch ein bisschen mehr vom Gas tatsächlich. Ich werde jetzt einfach so lang lauern. Aber ich krieg hier wieder Gesellschaft von hinten. Tsunoda kommt da angefahren. Okay. Wir verlieren Grip, sagt Jeff. Das hat er mir schon vor ein bisschen längerer Zeit gesagt. Guck die Schlange da hinten an. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht, was es umsonst gibt hier vorne. Plätze. Ja, alle Podium. Anstehen. Podiumsplätze. Ja. Da geil drauf. Also Bottas hat es schon eingetütet vorne. Ja, er hat die beiden schleichenden Bullen schon hinter sich gelassen. Die schleichenden Bullen. So, nee, Tsunoda, du kommst hier nicht vorbei. Wir müssen hier einfach weiter schleichen ein bisschen. So. Mann, ey. Wo bist du jetzt ja, vorne aber links? Ich habe jetzt 45 vorne links. Ja, wie gesagt, ich muss einfach nur irgendwann zubeißen hier. Und einfach gucken, dass Tsunoda und die ganze Crew hier nicht vorbeikommt vor dem Boxenstopp. Es ist halt in Sanford, da kann die KI halt jetzt auch nicht so gut überholen. Außer in die erste Kurve rein und in der schnellen, langgezogenen Rechtskurve kommen ab und zu mal so ein paar Versuche von der KI. Da übertreiben sie es auch oft und ja, hauen ja, sich dann weg. Ja, wirklich auch jedes Mal immer so eine letzte Sekunde irgendwie auf die Bremse noch irgendwie ja. Versuchen, da die Nase reinzustecken oder so. Also ich bin noch nicht bei 50%, aber jetzt demnächst bei 50. Zustand des Autos. Okay. Ah, be careful. Ja, ja, alles klar, Chef. Also Reifen lassen nach, scheinbar. Bei 53%. Können die schon mal nachlassen. Tsunoda geht jetzt wahrscheinlich rein, oder? Ja. Ja, zum Glück, Alter. Oh mein Gott. Ja, ein bisschen Luft. Hier, fahr vorbei. Oh, sorry. Oh, bist oh, du oh, bist du reingefahren? Oh, ist, nein, ich bin gerade richtig erschrocken. Ich dachte, du ziehst sowieso aus Witcher raus. Deswegen dachte ich mir so, gehe ich eh vor. Nee, ich bleib mal lieber dahinter. Weil du eh so nah dran gekommen bist, dachte ich mir. Ja, ich lass mich jetzt einfach mal ein bisschen gehen. Mitziehen. Ich bin Gott, so langsam. Schreck meines Lebens. Ja. Soll nicht zu hart pushen, sagt Chef jetzt. Das war ich schon das ganze Rennen nicht. Das ganze Rennen schon am Rumschleichen. Denke ich mir auch. Ich bleibe immer noch schön brav hinter dir. Und irgendwann dann zuschnappen. Das ist so der Plan. Einfach. Ja, von mir aus kannst du jetzt gerne auf der Geraden zuschnappen. Die werden ja auch nicht jetzt alle an die Box gehen. So sieht's aus. Ja, die nächsten kommen. Hier, fahr vorbei. Komm rein. Gut, dann übernehmen wir das jetzt hier mal vorne. Ja, es sind halt noch 10 Runden dann. Also, ja, also ich werde jetzt einfach das noch, wird, glaube ich, nichts. Gleichen. So, Tsunoda lassen wir es mal kurz vorbei. Und Hamilton auch. Müssen wir hier mal durchfahren. Ihren neuen Reifen. Haben wir eh keine Chance hier. Oh, Leclerc will da vorbei. Oh, 1! Was macht er? Was macht er? Weggedreht. Nee, hab ich in die Wand gehauen. Der Flügel ist kaputt, aber das spielt echt jetzt auch keine Rolle. Ja, ja. Aber so langsam wie ich fahre, da macht das auch irgendwie nichts aus. Ja, das ist, da hast du schon ordentlich mehr Abnutzung, glaube ich. Ja, ich hoffe nicht. Das schiebt dann halt ordentlich über die Vorderachse. Also ist dann halt ganz, ganz kritisch. Wie viel Prozent hast du jetzt? 71. 71? Ja, du? 62. Ja. Our gap to the car in front is 1.8 seconds.
Meine Devise ist jetzt wirklich nur noch irgendwie überleben. Oh mein Gott, ey. So, schaffen wir es hier durchzufahren mit dem Reifensatz? Das ist jetzt eher die Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach ganz, ganz langsam fahre und irgendwie einfach so ein bisschen vor dir bleib, dann können wir das hier eintüten. So, alle durchlassen. Immer schön vorbeifahren, Leute. Ja, ja, ich wink euch durch. Los, los. Fahrt mal hier durch. So, nächste bitte. Jawohl, tschüss. Komm, komm, los. Fahr vorbei. Einfach 66%. Komm, das geht. Du bist jetzt bei 75 oder so? 76 sogar. 76? Gerade reingekommen. Ja, es wird langsam spannend. Also ich sag, bei 80% ist dann erledigt. Zustand des Autos. Those tires are gonna fall off the cliff soon. Take extreme care. Take extreme care. Nein, okay, ich take extreme care jetzt. What? Okay, Jeff, ich take jetzt extreme care ganz langsam. Okay, we haven't used both dry compounds yet. We still need to come in and fit the alternate ja, compound. Ja, ich weiß, Jeff, wir müssen eigentlich reinkommen, aber 35. Runde, noch zwei Runden. 74% jetzt, also jetzt wird es bei mir auch kritisch, aber ich habe dich jetzt fast wieder eingeholt. Ich bin jetzt schon hinter dir wieder. Mhm. Oh, der Reifen, der sieht gar nicht gut aus vorne links. Ich sehe es schon. Ja, aber es sieht auf jeden Fall gesünder aus als deiner. Ah, da schleicht er da vorne, das. 83% vorne links, also der Platz jetzt glaube ich echt gleich. 83. Oh, das wäre killer, wenn ich dich jetzt hier noch überrunden könnte sogar. Und wenn ich es ohne Reifenplatzer durchschaffe, das wäre zu krank. Das wäre zu verrückt. Okay, gap ahead is 15.3 seconds. Oh, Bottas gewinnt. Ja, heftig, Bottas okay. Gewinnt. Und wir sind beide durchgekommen in dem Fall. Ja, tatsächlich, oder? Platz da bei mir jetzt noch 84% vorne links. Start und komm Ziel. Noch. Oh einmal über Runden kommen. Nee. Ja. Ja. Aber die eine Runde hätte ich noch geschafft, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. Bei mir wahrscheinlich nicht. Also wir haben es tatsächlich beide am Ende geschafft. Gut, ich mit zwei Runden Abstand, du mit einer. Und ja, gut, du gewinnst das natürlich ja. Am Ende, weil du vor mir warst. Von der Position, aber krass, hätte ich gar nicht erwartet, dass ich so ein Rennen mit Softs zu Ende fahren werde. Was hattest du jetzt am Schluss? Drauf, ich glaube 84 vorne links. 84? Ich hatte die anderen waren glaube ich auch schon so alle im 70er Bereich. Ja, also 10% mehr. Jo Leute, also das war's mit dieser kleinen Challenge, also am Ende doch kein Reifenplatzer, beide durchgekommen. In dem Fall Challenge gewonnen gegen den guten Dennis und wir haben das gleiche Video nochmal gemacht. Da gab's aber einen Reifenplatzer, also checkt es auf jeden Fall noch aus bei Dennis auf seinem Kanal. Unten nochmal verlinkt dann. In dem Fall, ciao, bis zum nächsten Video, haut rein. Bye-bye.